Hallo ihr Lieben! Ja, heute geht es wieder um das Thema Stampen in meinem Video. Und zwar habe ich im letzten Video euch schon gezeigt, was man alles für Stampen braucht und wie das Ganze funktioniert. Und ja, heute habe ich mir mal einige Sachen in meinem Handy zusammengetippt. Also falls ihr nach unten guckt, nicht wundern, weil ich kann mir das gar nicht alles merken. Ja, so ein paar Tipps, Tricks, so Fehler, die man oft macht und einfach nur sowas, was ich euch mitgeben will zum Thema Stampen. Und ja, ich fange am besten direkt jetzt an, damit ich gar nicht so lange wieder vorweg rede. Also, was ganz wichtig ist beim Stampen, ist, dass ihr eure Nägel fettfrei habt, wenn ihr Stampen anfangt. Das heißt, ihr wascht euch bitte die Hände vor dem Stampen, falls ihr den Lack schon auf den Nägeln habt. Falls ihr den frisch auf den Nägeln aufgetragen habt, ist natürlich dann mal kein Fett drauf. Aber wenn ihr den zum Beispiel schon einen Tag drauf habt und dann beschließt, jetzt stampe ich mir noch was drauf, dann bitte Hände waschen, weil wenn Fett auf den Nägeln ist von der Handcreme oder sonst irgendwo her, dann hält euer Muster nicht. Dann ist ganz wichtig, dass wenn ihr stampt und euer Nagellack frisch aufgetragen habt, dass ihr den gut durchtrocknen lässt. Also ich bin so eine Tante, die kann immer nicht abwarten und hat gerade noch so einen halb nassen Nagellack. Naja, ist zwar schon trocken, aber man toucht halt so hin und denkt, ach, das geht schon. Aber man braucht dann doch relativ viel Kraft, wenn man jetzt eben mit diesem Stamper alle Ecken erwischen will, dann muss man ja doch relativ fest drücken und dabei, ja, habe ich mir schon regelmäßig dann so den Nagellack mitsamt dem Motiv so in eine Ecke geschoben, weil er noch nicht durchgetrocknet war. Also das ist auch so ein häufiger Fehler, den man einfach macht, dass dann, ja, man sich das Motiv sozusagen eigentlich ruiniert. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Schablonen auch fettfrei sind und sauber und staubfrei. Also so zum Beispiel würde ich die jetzt nicht hernehmen, so voll Dätscher und Dapper und alles. Auch die und auch der Stamper, die müssen gereinigt sein vorher, damit man einfach da keinen Staub eben ins Motiv reinbringt, weil diese kleine Fläche, die man da auf diesem Motiv hat, die ist ganz, ganz wenig nur so vertieft, sage ich jetzt mal. Das heißt, da machen schon kleinste Staubkörnchen dann eben aus, dass das Motiv einfach nicht schön auf dem Nagel aussieht. Also das auch bitte immer vorher einfach reinigen und auch zwischen den Schritten, wenn man zum Beispiel mehrere Nägel sich mit dem gleichen Motiv stampt, dass man auch jedes Mal diese Schablone sauber macht. Dann gibt es natürlich auch beim Nagellack auftragen so einige Methoden. Also man kann zum Beispiel, wie es ich eigentlich häufig mache, den Nagellack direkt aufs Motiv auftragen. Also direkt wirklich drüber pinseln und dann abziehen. Man kann es, aber was vor allem bei kleinen Mustern auch ganz gut funktioniert. Bei großen finde ich jetzt immer nicht so ganz, weil das doch relativ viel ist an Nagellack, was man braucht. Aber so kleinen Mustern zum Beispiel könnte man sich auch einfach nur hier am Rand ein bisschen was auftragen und dann sozusagen mit der Karte das Ganze dann in das Motiv reinschieben. Es kann nämlich schon sein, dass wenn man das, den Nagellack direkt aufs Motiv aufträgt, dass ein Teil schon antrocknet, bevor ihr überhaupt was abzieht. Also wenn ihr noch ein bisschen langsam seid, empfiehlt es sich wahrscheinlich eher, das am Rand aufzutragen, um mit der Karte ins Motiv reinzuschieben, damit dann eben das alles noch richtig frisch und nicht angetrocknet ist. Das ist nämlich eigentlich auch eins von den großen Problemen beim Stamping, dass man zu langsam ist. Also das soll nicht passieren, weil nämlich wenn das hier einmal angetrocknet ist, dann wird es auch nicht mehr gut auf den Nagel gehen. Dann ist mir auch häufig schon passiert, dass einfach so kleine Stücke halt dann wieder mit runtergezogen werden und dann auf dem Stamper noch drauf hängen, sage ich mal, dann wart ihr zu langsam. Also das ist definitiv dann ein Zeichen, dass ihr schneller arbeiten müsst. Und ja, da kann man natürlich auch darauf achten, dass man zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schnell trocknend ist. Ich glaube schon. Also der zum Beispiel, da steht jetzt sogar drauf, schnell trocknend. Das ist eigentlich nicht optimal. Also man kann ja, wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, eigentlich fast jeden Nagellack zum Stampen verwenden. Aber die Stamping-Lacke, die extra dafür gedacht sind, sind natürlich nicht schnell trocknend, höchst pigmentiert, also ganz viel Farbe drin und nicht dünnflüssig, damit ihr einfach ein deckendes, schönes Ergebnis auf dem Nagel dann habt. Also ich finde, wenn man sagt, man will es üben, man probiert erstmal aus und hat noch nicht so viel Nagellack daheim, dann reicht es definitiv damit, mit so einem ganz normalen Nagellack anzufangen. Aber wenn man ein bisschen mehr erwartet von dem Ganzen und richtig satte Farben auf dem Nagel will, dann ja, kann man definitiv auch eben in Online-Shops ganz viele günstige 1000 Farben bekommen, die wirklich dafür gemacht sind zu stampen, die eben dann nicht schnell trocknen. Da hat man einfach mehr Zeit zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Tipp von mir. Dann habe ich euch ja in meinem letzten Video schon diese Scrapper gezeigt. Die sehen zum Beispiel von Essence hier so aus. Das ist einfach so ein Plastikteil, wo vorne so eine Metallkante dran ist. Falls die Kamera mal scharf stellt, könntet ihr es auch sehen. Also hier seht ihr es hoffentlich. Das ist eben so eine Metallkante, die man da hat.
Und ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier, glaube ich, kann man es ganz gut erkennen, wunderschöne Kratzer auf meiner Schablone. Was natürlich sehr suboptimal ist, wenn man sich so ein Muster verkratzt, weil die Muster sind eh schon relativ fein in diesem Plättchen oder eingeschliffen, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich die total verkratzt, kann es natürlich sein, dass die auf Dauer irgendwann kaputt gehen. Also muss nicht sein, aber kann. Und deswegen würde ich definitiv empfehlen, einfach solche alten Kundenkarten, Kreditkarten, was weiß ich für Karten zu verwenden. Denn die haben einfach eine wunderschöne, nicht kratzende Oberfläche, die auch sehr eben ist. Und mit denen kann ich persönlich auch wesentlich besser arbeiten als mit diesen Schabern, ehrlich gesagt. Man muss nur gucken, dass man das nicht zu sehr biegt, weil dann funktioniert es nicht. Die Kante muss schon eben ganz glatt und gerade sein. Und dann mit so einem leichten Winkel eben so über die Karte, über diese Schablone ziehen. Und dann funktioniert es genauso, wenn nicht sogar besser, und schont eure Schablonen. Die sind ja auch nicht immer unbedingt günstig und deswegen sollte man die auch ein bisschen schonen. Dann zum Stampen selber, also zu diesen Schritten, die man dann sozusagen machen muss. Ihr macht euch ja sozusagen den Nagellack da drauf, zieht dann den Rest vom Nagellack runter, dann bleibt ja so ein Rest eben in diesem Motiv drin. Und ich stempel den auch immer eigentlich mit diesem Zack, einfach nur so ab. Also das heißt, ich rolle da jetzt nicht groß rum. Ich gehe wirklich auf das Motiv, fest drauf drücken, runter. Und dann ist es eigentlich schon auf dem Stamper drauf. Und ja, da gibt es jetzt verschiedene. Die einen sagen einfach nur gerade drauf drücken. Das finde ich immer nicht so gut, weil ich zum Beispiel habe extrem gebogene Nägel. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber die haben eine extreme Biegung hier. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach nur gerade drauf drücken würde, würde wahrscheinlich am Rand definitiv sich nichts vom Muster befinden. Und deswegen würde ich definitiv empfehlen, immer so am Rand anzulegen, zu gucken, wo sitzt mein Motiv und dann das Ganze fest drüber zu rollen. Also wirklich in einer Drehbewegung so drüber. Das kann ich euch definitiv besser empfehlen, weil dann erwischt einfach den ganzen Nagel und nicht eben nur hier und dann sind die Ränder frei oder hier in der Seite, dann kommt es hier gar nicht an. Also immer am Rand anlegen und in dieser Rollbewegung dann drüber. Und dann habt ihr eigentlich schon euer Muster auf dem Nagel. Ja, wenn ihr euer Motiv dann eben auf dem Nagel drauf habt, dann braucht ihr natürlich einen Überlack. Da habe ich jetzt letztens auch schon den euch gezeigt. Dabei gibt es auch noch so einen Tipp, den ich persönlich immer wieder irgendwie falsch mache, weil wenn man eben den Nagellack aufträgt und zu wenig Nagellack auf dem Pinselchen hat von diesem Überlack und man braucht mehrere Striche, um diesen Nagellack zu verteilen, dann kann es unter Umständen passieren, dass ihr euch das ganze Muster verschmiert. Also das heißt, ihr löst dann diese futzi kleine, ganz dünne Nagellackschicht einfach an und zieht euch die sozusagen wieder nochmal drüber und habt dann lauter Schlieren auf dem Nagel. Wenn euch das passiert, dann habt ihr einfach eben zu wenig Nagellack verwendet bzw. zu oft über eine Stelle drüber gefahren. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, einfach wirklich den Pinsel relativ voll zu machen. Also lieber da in dem Augenblick zu viel, also wirklich so einen Tropfen und dann den unten ansetzen, über die eine Hälfte drüber ziehen, über die andere Hälfte drüber ziehen und dann, wenn es gut gelungen ist, sag ich mal, dann habt ihr den ganzen Nagel schon lackiert und müsst nicht nochmal über eine Stelle drüber. Also verwendet lieber in dem Fall zu viel Überlack. Das kann nicht schaden. Wenn es ein schnell trocknender ist, geht es ja auch ganz zackig, dass der dann eben trocknet und ihr verschmiert euch euer Muster nicht. Weil ich habe mir schon die schönsten Nageldesigns total kaputt gemacht, weil ich eben zu häufig über so eine Stelle drüber bin. Und es ärgert einen dann, wenn man es dann schon so schön hatte und dann kaputt macht. Deswegen lieber in wenigen Strichen und dann muss es funktionieren. Dann gibt es natürlich so den ein oder anderen Fehler, den man auch machen kann. Also wenn es bei euch nicht funktioniert, dann habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch, was vielleicht nicht ganz stimmen kann oder über was ihr nochmal nachdenken solltet. Fang mal an mit der Schablone. Diese Schablonen haben immer eine dünne Schicht drauf und ich zeige euch das jetzt mal in einem kleinen Video, wie das aussieht. Ein weiterer Tipp ist, dass man gut darauf achten sollte, ob diese Schablonen ohne Folie oder mit Folie sind. Das merkt ihr ganz einfach, indem ihr drüber fahrt. Da merkt ihr schon, ob es so ein bisschen plastikhaft sich anfühlt oder ihr nehmt einfach irgendeinen scharfen Gegenstand, weil manchmal, also man sieht die Folien einfach auch nicht wirklich. Also wenn man da hier so drüber fährt, dann merkt man schon, ah okay, seht ihr das? Da ist einfach noch eine Folie drüber und dann versucht ihr einfach am Rand irgendwo eine Stelle zu lösen und wenn ihr dann schon merkt, aha, da geht's runter, dann wisst ihr, dass ihr einfach die Folie vergessen habt. Und wenn man die Folie nämlich vergisst, ja, funktioniert das mit dem Stampen logischerweise nicht. Also das ist eine ganz dünne Folie, wie ihr seht. Die ist kaum zu erkennen, aber eben ein absolutes Hindernis beim Stampen. Deswegen, also wenn es mit eurem Stamping nicht funktioniert, könnte es auch daran liegen, dass ihr einfach die Folie nicht abgemacht habt. Also hier ist ein kleiner Tipp. Folie definitiv ablösen und dann funktioniert das hoffentlich auch.
Ja, also ihr habt das hoffentlich gesehen. Ja, ich finde, diese Folien sieht man zum Teil echt gar nicht. Also in dem Fall habe ich es ganz leicht am Rand gesehen. Aber manchmal sind die so fest drüber gezogen, dass ihr sie gar nicht seht. Und dann wundert ihr euch, warum beim Stampen einfach nichts auf den Nagel ankommt. Kein Wunder, wenn eine Folie drüber ist, kann das ja nicht funktionieren. Und deswegen einfach an der Ecke hier versuchen, so hinzukratzen. Und wenn ihr dann merkt, huch, da löst sich was, dann habt ihr die Folie vergessen abzuziehen. Also das als einen Tipp. Dann ist auch ein häufiger Fehler einfach der falsche Nagellack. Das heißt, wenn ihr einfach eben einen schnell trocknenden Nagellack nehmt, einen zu dünnflüssigen Nagellack, da kann natürlich das Ergebnis auch nicht sonderlich gut werden. Und deswegen achtet auch da auf euren Nagellack eben. Ja, und ich glaube, ein ganz großes Grundproblem ist einfach das zu langsame Arbeiten. Das heißt, ihr müsst einfach, wie gesagt, relativ schnell sein beim Stampen und euch nicht zu viel Zeit lassen bei den einzelnen Schritten, weil das einfach unglaublich schnell trocknet. Diese Schicht ist ja ganz hauchfein, die da drauf ist. Das heißt, die trocknet sehr schnell. Also einfach versuchen, zügig zu arbeiten und die Schritte eben einfach zu üben, und mit der Zeit wird es auf alle Fälle. Also ich denke, man kann Stampen nicht immer gleich von Anfang an perfekt, aber mit bisschen Übung kann man das auf alle Fälle lernen, und ich finde, man kann wahnsinnig viel mit Stamping machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat, und ja, also die man zum Beispiel mit einem normalen Sticker zum Beispiel nicht hat. Man könnte zum Beispiel ein Motiv in zwei Farben oder drei Farben machen. Das heißt, wenn man hier so ein Motiv hat, dann kann man hier die Flächen schon in verschiedenen Farben ausfüllen, dann eben abschieben. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man dann die Farbe so abschiebt, dass die nicht in die anderen Farben dann sich mischen. Probiert es einfach aus. Ich finde, man kann so viel mit Stamping machen, so viel sich spielen, und deswegen, ja, einfach so als kleinen Tipp für euch. Man kann auch so verschiedene Farben auf einem Muster haben. Ich finde das immer sehr lustig. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei gewesen, der ja, bei euch jetzt irgendwas bringt. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder eben noch Probleme da sind, dann fragt mich bitte einfach. Ich bin zwar kein Profi, aber man bringt sich ja viel selber bei. Vielleicht kann ich euch irgendwie helfen. Und ja, ich würde mich sehr über Kommentare und Däumchen freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!